Hallo meine Pokéfreunde und Pokénetten, willkommen zurück zu Pokémon Schild. Wir sind jetzt hier in der Naturzone. Und hier habe ich was glitzern gesehen. Ein Glas Honig. Süßduftender Honig, den Pokémon gesammelt haben. Er ist von geringem Wert. Ist das zum Verkaufen oder was? Oh nein, Onyx. Hier ist nochmal was. Nochmal ein Glas Honig. Nochmal irgendwas. Was? Was stand da? Ich hab's nicht gelesen. Ich dachte, das wäre ein Item. Sorry. Hier ist noch irgendwas. Na egal, nur nix! Wow, es wirkt extrem stark, was? Es hagelt. Ja moin, Level 26! Junge, ich hab erst Level 13 höchstens. Tschüss. Oh, danke, Evoli. Danke mit deiner Fähigkeit. Und die verschwinden einfach. Okay, seltsam. Ich habe gedacht, die werden ganz kurz so blinken und dann geht's wieder. Uff, da haben wir die Nintendo 64 Bäume. Und warum ist hier auf einmal Schnee alles? Oh, ach, da war ein Pokémon. Ach, ein Safcon. Ein Safcon, wie cool. So, aber ich bin jemand, ich fange immer nur die ersten Entwicklungen, damit ich sie selbst entwickeln kann, die Pokémon. Deshalb muss das jetzt leider sterben. Blöderweise ist es ein Safcon und wie wir alle wissen, will Safcon nicht sterben. Genauso wie Kukuna. Die können beide nicht angreifen und sind alle einfach schwach und können nichts. Nur wenn es von einem Raupi zu einem Safcon wird, dann kann das was. Weil dann kann es zumindest irgendwie so eine Tackle-Attacke. Aber selbst dann kann es eigentlich nichts. Ich glaube, es gibt sogar gar keinen Kukuna in diesem Spiel, nur Safcon. Aber es gibt einen guten Grund, warum es Safcon gibt. Den will ich aber noch nicht verraten. Und wir haben einen Volltreffer erzielt. Cool. Volltreffer sind so OP in dem Spiel. Habe ich gemerkt. Und. Naja. Das ist ein Eis-Pokémon. Hallo. Wie ist das? Gelatini? Ja, genau. Gelatini. Das will ich nochmal fangen. Warum nicht? Ein Eis-Pokémon? Es kommt zwar nicht ins Team, aber gut, Backup vielleicht. Außerdem ist es doch cool. Versteht ihr wegen Eis und kalt und cool? Ach, ich bin lustig, oder? Nein, bin ich nicht. Egal. Das kriegen wir noch. Wir werden heute in dieser Folge die ganze Naturzone erkunden. Zumindest hatte ich das jetzt vor. Ich weiß nicht, ob ich es auch schaffe. Aber ich habe es auf jeden Fall vorgehabt. Oder was für Nebel. Heißt der Nebel jetzt, ich kann die jetzt nicht mehr fangen oder was? Okay, doch, geht. Na komm. Ein feines Eis. Ja. Ein Gelatini. Nein, nice. Okay. Jo. Nein, bist du noch nicht. Okay, ein Hasen gibt es hier. Hallo Hasi. Wie ist das? Skoppel. Also, ach so, Skoppel hieß das. Das XY. Das andere war gerade von Schwarz und Weiß, glaube ich. Ja. Ach, was, ist das nicht Kampf? Oder erst die Weiterentwicklung? Ich habe mir in Erinnerung, dass das irgendwie Kampf ist. Okay, wollen wir nicht vielleicht jemand anderen kämpfen lassen? Keine Ahnung. Egal, lass mal einfach. Mach mal einfach hier den Kampf zu Ende und dann. Ich will mich ein wenig erkundigen tatsächlich. Ich will jetzt nicht so viele fangen, ich will lieber erstmal ein wenig erkunden. Und der Ort sieht mir jetzt nicht so allzu riesig aus. Also ich denke schon, dass wir die ganze Natur zu einer Folge packen könnten. Versprechen will ich aber hier nichts. Okay. No, keine Level-Ups. Was ist? Okay, was gibt's noch? Okay, ich bin irgendwie voll langsam hier so. Und Rabauts! Und Rabauts, ja! Das hat sich das so angehört. Das, die Viecher kann sich so voll coolen Viechern entwickeln, du. Das ist voll geil.
Ich will zwar nicht ins Team nehmen, aber so einen Rabaut zu haben, ist eigentlich schon eine coole Sache. Naja, schwächer so ein wenig, damit ich jetzt fangen kann. Jetzt habe ich nur leider wieder 6 Pokémon im Team, aber ist egal. Nicht so schlimm. Ah ja, stimmt. Vielleicht werden wir heute sogar und direkt schon unser nächstes Teammitglied bekommen. Ein Teammitglied pro Folge irgendwie, habe ich das Gefühl. Bisher war das ja der Fall. Oh, geil. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, Evoli kann sich gar nicht entwickeln. Einfach, weil es dann kein Dynamax mehr kann. Also das Besondere, was wir jetzt haben. Hä? Oh, ich war gerade voll verwirrt. Warum bin ich irgendwie in den Kampf drin? Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich in den reingerannt bin, in den Hasi. Aber ich habe keinen Bock auf den Kampf. Tschö. Dank Angst, Hase, können wir fliehen. Gott. Ich fühle mich, als könnte ich stottern hier. Okay. Ah, wir können. Oh, Leute, wir können die Kamera drehen. Yo, das ist cool. Hä? In der Naturzone kannst du über den rechten Stick die Kamera bewegen. Nein, echt? Okay, das hatten wir schon. Ich will mal B drücken. Okay, was ist das? Pokémon-Nester. Ach, das ist sowas. In der Naturzone findet man viele Pokémon-Nester, aus denen eine Lichtsäule in den Himmel aufsteigt. Wenn du ein Nest untersuchst, kannst du entweder alleine oder mit 3 anderen Trainern gegen das Dynamax-Pokémon, das sich darin verbirgt, antreten. Du hältst 300 Watt. Dynarates. Wenn du ein Dynamax-Pokémon besiegst, hast du die Möglichkeit, es zu fangen. Außerdem kann es sein, dass du seltene Items ergatterst, die du sonst nirgendwo findest. War doch gerade Lapras. Kann man Lapras Dynamaxen? Dynarates. Wilde Dynamax-Pokémon sind unvorstellbar stark. Mitunter feuern sie mehrere Attacken in Folge ab oder greifen zu anderen ungewöhnlichen Maßnahmen. Wenn du gegen solche Pokémon bestehen willst, liegt der Schlüssel zum Erfolg in der Zusammenarbeit mit den anderen 3 Trainern. Okay. Okay, wechseln wir mal das Pokémon zu Memion auswählen. Mitspieler suchen. Ich weiß nicht, was das ist. Ich guck mal nach. Oh. Okay. Bereit? Kampf beginnen. Okay. Was habe ich gemacht? Bin ich in den Kampf gegangen? Oh, jetzt bin ich ohne die gegangen. Habe ich gar nicht gemerkt. Ups. Ach, aber dafür gibt es dann irgendwelche Random-Trainer. Okay. Ein Bifora! Los, Memion! So ein kleines Memion. Oh Gott, ich habe Angst. Was? Bei Maika hat sich Dynamax-Energie aufgesammelt. Dynamax! Oh, neue Attacken. Deiner Angriff und deiner Flut. Ich will deiner Flut einsetzen. Auf Bifora. Oh! Bam! Die Kraft steckt in dir! Ein Dynamax-Ball oder ein Gigaball, was auch immer. Und da ist ein riesengroßes Memion! Was, ein Carpador? Wow! Da hat einer von uns einfach ein Carpador, seht ihr das? Deiner Brocken, oh nein! Oh nein! Ah! Oh, war das stark! Oh, verdammt! Sandsturm. Verfehlt. Elektronutz. Netz. Okay. Das ist eigentlich eine voll coole Idee, oder? Oder was meint ihr? Deiner Flut. Er ist doch Typ Wasser, aber auch Gestein. Okay. Uff. Fängt an zu regnen. Felsgrab. Verfehlt. Warum verfehlt ihr alle? Was ist los bei euch? Pokémon wechseln. Oh. Was? Ich kann die. Okay. Kann ich heilen? Oh, ich darf meine Items verwenden. Ich heile mein Memion. Ja, dann kämpfen in diese Runde. Greift das Giga-Pokémon nur das andere Giga-Pokémon an oder auch die anderen? Hä? Carbon hat gerade Hydro-Pumpe eingesetzt? Habe ich das richtig gelesen? Was? Ich finde auch die Kämpfe, ich weiß nicht, vielleicht sind die Kämpfe auch etwas zu lang so für eine Folge. Und verdammt, das Pokémon ist down. Ah ne, doch nicht, ich hatte eine Beere.
Felsgraben. Ja, hilft mir, Leute. Gut, gut, gut. Wir kriegen das down, Leute. Wir kriegen es down. Ist mir egal, ob ich es bekomme oder nicht. Ich würde es einfach nur down bekommen. Normalen Diner? Nee, macht keinen Sinn. Machen wir eine Diner-Flut. Bam. Nice, das ist ein gelber Bereich. Diner-Flut. Bam. Volltreffer. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Komm, komm, komm. Irgendjemand noch. Was macht das? Was macht das? Okay. Antikkraft. Was? Kacke. Pferdestärke, yes! Bam! Es ist down! Was? Es ist gerade explodiert. Wie viel aus geschwächt? Die Chance ist zu fangen. Ja, yeah, let's go! Pokéball! Dynamax Ball! Let's go! Eins. Zwei. Drei. Ja! Cool! Richtig cool! Wir haben richtig viele Sachen bekommen, die ich gerade geskippt habe, weil ich blöd bin. Geil! Das war ja richtig episch! Yo, war das geil! Oh Gott. Okay, vielleicht brauchen wir ein paar mehr Folgen. Pokémon-Nest ist leer. Okay, füllt die anscheinend manchmal wieder auf oder so, schätze ich mal. Okay, die Pokémon hatten wir alle schon gesehen. Oh Gott, nein! Das wollte ich nicht. Hätte ich Evoli nicht, dann müsste ich die ganze Zeit eine Poképuppe einsetzen, wenn ich nicht kämpfen will. Oder? Weil Angsthase fordert, macht er, ja, dass ich dann sehr hohe Chancen habe zu fliehen. Okay. Gibt's hier vielleicht noch irgendwas versteckt? Nein? Doch, doch! Glasronic! Cool. Immer mal in den Gemischen schauen. Nächster Raid! Ich hab Bock. Gegen Typ Fee. Typ Fee. Mit wem will ich denn gegen einen Typ Fee-Pokémon kämpfen? Oh, vielleicht kann ich das neue Evoli sehen. Ja, lass mit Evoli kämpfen. Mitspieler suchen. Wir gucken mal, ob wir vielleicht noch andere bekommen. Weiß nicht, soll ich hier cutten? Wie läuft denn das jetzt ab? Suche läuft. Dauert das lange? Ein 3-Minuten-Limit. Ich weiß halt nicht, wie viele sowas gerade machen. Ich schätze mal nicht so viele. Sonst wäre doch schon längst alles vollgefüllt hier bei mir. Bin bereit. Was ist denn das eigentlich für ein Pokémon? Ich weiß es gerade echt nicht. Was kann das für ein Pokémon sein? Ihr kennt es gerade nicht. Okay, nee, es dauert mir zu lang. Wir machen alleine. Könnt ihr mir vielleicht mal schreiben, ob das wirklich immer so lange dauert, bis man da welche findet? So? Und ich weiß auch nicht, ob ich die immer in... Ah, das ist ein Pi. Pi. Ob ich das alles in der Folge reinpacken soll, weil ich habe Angst, dass das am Ende sonst zu lange ist. Die Folge, weil jetzt haben wir fast gar nichts erkundet, sondern kämpfen nur. Aber ist okay, wir werden heute noch viel erkunden. So, jetzt haben wir aber mit dem Evoli, ist nämlich einer der Ausnahme, dass Evoli und 10, 20 andere Pokémon haben eine spezielle Dynamax-Form. Giga-Gekuschel wollen wir einsetzen. Auf Pi. Oh, das will ich sehen, das will ich sehen. Tschum. Sieht das jetzt anders aus? Sieht das jetzt anders aus? Ja, es sieht anders aus. Yes! Giga-Dynamax Evoli. Geil. Mit schönem, flauschigen Haar. Das ist so süß. Okay, nice. Angriff sinkt stark. Giga gekuschelt! Okay, so sieht kein Gekuschel aus, aber okay. Cool. Ist es jetzt verliebt in mich? Yes! Nice, konnte mich nicht angreifen. Nice. Oh, Jungs und Mädels, das ist so cool. Oh, wir können uns gleich mal Mauzi anschauen.
geil. Bams. Flammenwurf. Bam. Ich finde, das ist vielleicht etwas zu früh im Spiel, sowas zu zeigen, oder was meint ihr? Ich finde, das ist etwas irgendwie gerusht. Dass man jetzt schon alles hat. Und das Spiel so lang sein. Giga gekuschelt! Oh Gott. Pusht es sich? Ah ne, er hat nur die Shadows-Effekte entfernt. Aber er ist trotzdem verliebt. Oh, greift mich trotzdem an. Schade. Aber nicht auf mich. Okay. Oh, wie cool das einfach ist. Trotzdem vermisse ich irgendwie E-Mega-Entwicklungen. Wisst ihr, was ich meine? Die Z-Attacken, muss ich ehrlich sagen, vermisse ich nicht. Ich finde, das ist eigentlich so eine Mischung aus Mega-Entwicklungen und Z-Attacken. Von daher finde ich das hier eigentlich überhaupt nicht schlimm. Nur ich finde halt dumm, dass ihr das jetzt so... Als würden die sagen, was ist dieses Mega-Entwicklung? Was ist Z-Attacken? Ach so, ihr meint wahrscheinlich Dynamaximierung. Irgendwie so bin ich seltsam. Aber ist okay. Wir werden es jetzt schaffen. Los, besiegt es, besiegt es. Ihr schafft es. Solarstrahl. Ist es down? Nein, es hat ein KP, aber Flammenwurf. Yes. Oh, und so ein Piece zu haben, wäre doch cool. Cool, cool. Ein Fangversuch. Fangversuch. Let's go. Fangen. Ein Gigaball. Let's go. Oh. 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 Yes. Da, da, da. Pi wurde gefangen. Warum ist das so ein Stern? Und was heißt das? Ist das eine TM? Oh, ich finde, das ist zu OP, was man hier alles bekommt. Dynamax Bonbon. Es gibt wieder Bonbons aus Let's Go, oder wie? Keine Ahnung, ich verstehe das Ganze nicht. Alles verwirrend. Nein, erstmal noch keinen Spitznamen, weil ich gerade keinen weiß. Ja, packen wir es mal in mein Team, warum nicht? Mir eigentlich egal, so. Ich würde es ja eigentlich alle aus dem Team packen. Kann ich das nicht sogar machen? Ich habe doch nur diese PC-Box jetzt. Einen Moment, kann ich damit interagieren? Nein. Aber ich kann doch jetzt hier, Ah, Pokécamping müssen wir auch noch auschecken. Oh Gott, ich glaube, diese Folge wird keine Naturzone. Ah, kacke. Aber ich guck mal kurz im Beutel. Da können wir uns doch... Abenteuerfiebel. Ne, wo ist denn das? Pokémon Box. Was? Hä? Wie dann? Wie kann ich dann damit interagieren? Hä? Dann halt nicht. Wollen wir Pokémon campen? Ich weiß nicht. Aber die linke Reihe, die linke Seite nervt mich gerade aber schon ein wenig. Ich hoffe, das stört euch aber nicht so sehr. Wenn es euch nicht stört, dann ist es ja, denke ich mal, okay. Oh Gott, hier gibt es so viel zu erkunden. Oh mein Gott, oh mein Gott. Was gibt's denn hier alles noch? Im Wasser? Ah, das können wir noch nicht lang. Hier können wir noch nicht lang. Das ist alles für Surfer. Und das haben wir ja noch nicht. Okay. Was? Nein, 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 ich will nicht kämpfen, ich will nicht kämpfen. Lass mich in Ruhe. Ich hab keine Lust. Da war irgendwas. Aus dem Pokémon-Nest steigt ein klein wenig Energie auf. Okay. Also nur die mit den Strahlen, glaube ich. Gehen. Oh Gott, nein, der ist zu stark, glaube ich. Der ist wahrscheinlich zu stark. Wir haben noch wenig Zeit. Gucken wir uns noch mal ein wenig um. Was gäb's denn noch? Von hier kamen wir, ne? Ja, ja, von da kamen wir. Ein Dosegur! Komm mal her! Komm her! Nice! Ah, 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 ein Dosegur! Gur, 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 gur. Ja, fangen wir es doch mal. Warum nicht? Oh, ich hoffe, wir schaffen die Naturzone aber schnell. Ich bin zwar jetzt kein Hasser von der Naturzone, aber ich habe gerade irgendwie mehr Lust auf etwas, was nicht die Naturzone ist, könnte man sagen, ja. Und ich finde, Pokémon fangen ist mega einfach bisher. Keine Ahnung, woran das liegt.
vielleicht auch einfach Glück. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, ich schaffe es jetzt eh wieder im First Try, das zu fangen. Seht ihr? Sehr seltsam. Aber wir werden stärker und stärker, so wie Stelion von uns möchte. Dusselgurgur kommt in eine PC-Box. Okay, wie gesagt, ich will mich ein wenig erkundigen. Okay, hier gibt es kein Pokémon, sondern ein wenig Watt. Verfolgt es mich immer noch? Okay, nicht mehr. Hier gibt es so einen Baum, kann ich da rütteln? Oh, Notiz. Die KP deiner Pokémon werden auch gefüllt, wenn du im Kampf sie kochst. Was? Kochst? Für sie kochst auch die AP. Okay, das ist OP. Dann braucht man ja das Pokémon Center gar nicht mehr. Oder? Hä? Was? Ein Quiekel! Oh mein Gott, ein Quiekel! Oh, irgendwann will ich auch mal ein Quiekel im Team haben, aber... Ah, dieses Pokémon spielt leider nicht, du. Sorry, ey. Aber ich versuche dich mal zu fangen, ja? Oh, ich weiß, heute schauen wir nicht das, was ich erwartet habe, aber nächste Folge wird es anders laufen. Ich werde so lange jetzt heute spielen, so lange eine Aufnahmesession machen, bis ich den ersten Orden habe. Mindestens. Bis dahin. Aua. Das hat weh. Aua, nein! Hör auf! Pokéball, bleib drin! Wird eben drinnen bleiben. Ich versuche mich mal ein wenig mehr zu beeilen. Ich will nur einmal die Pokémon sehen. Ich bin eh anscheinend schon zu stark. Deshalb, ja. Nein, ich glaube, Mauzi auch endlich Level 10. Wollen wir Mauzi mal nehmen? Ich weiß nicht. Vielleicht nächste Folge. Ich weiß noch nicht. So. Warte, welchem Level waren die? Ich hoffe, die sind ungefähr in meinem Level. Das ist ein Bärenbaum. Oh, wie cool. Nochmal. Aufhören. Okay, das ist cool. Das ist cool. Ich mag das. Ich meine, die Aprikokos, die waren zwar auch eine coole Sache und so, aber ich weiß, da erinnert sich eh niemand mehr dran. Von daher nicht schlimm. So, hier können wir nochmal ein wenig Watt zipfen. So. Hier gibt's noch was. Ich guck mal kurz die Pokémon, welches ja das gibt. Okay. Es sind immer nur die gleichen, es ist immer nur das Eis-Pokémon. Vielleicht wechselt das sich von der Jahreszeit her. Oh mein Gott! Hey, hey, hey! Hier ist noch Roselia? Ja! Richtig geraten! Es hieß Roselia! Roselia könnte ich auch ins Team nehmen! Jetzt mal ohne Witz, ich habe mir da gar nicht drüber Gedanken gemacht. Ich wollte eigentlich größtenteils Gala-Pokémon im Team haben. Vielleicht sogar nur Gala-Pokémon. Aber Roselia wäre eigentlich auch was. Was? Ich habe nicht auf die Leben geachtet. Nein! Sevoli ist doch vorbei. Nein! Ah! Mauzi, räch es! Mauzi! Kratzt das Roselia kaputt. Uff. Ich sehe auch jetzt erstes Level. Was? Das ist Level 15. Das wird nichts. Die sind zu stark hier. Ich glaube, wir ignorieren einfach alle Pokémon, die wir finden. Und konzentrieren uns einfach darauf, hier die ganzen Nester zu looten. Verdammt, Evoli, es tut mir so leid. Ich will Memmion wieder vorne haben. Mit Memmion fühle ich mich immer ganz sicher. Okay. Was gibt's denn noch so? Wie lange haben wir noch? Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. So 5 Minuten ungefähr. Hier ist ein wenig. Diesen paar Blumen. Vielleicht gibt's ja wieder Honig. Was wir dann, ich schätze mal, verkaufen können oder so. Oh, hi. Na, was geht? Tschüss. Oh mein Gott, ein Panda! Wie hieß das? Pandire, oder?
Nee, Pampan. Pantia war was anderes, stimmt. Pampan. Oh, das Pokémon ist so cool. Aber es kommt leider nicht in mein Team. Sadly. No, no. I am sorry, but you are not in my team. Tschüssle. Das überlebt das. Oh nein, oh nein, oh no. Okay, ach, nicht so. Oh, ich wollte sagen, das macht nicht so viel. Hallo? Nein! Was denn? Was? Die sind zu stark hier. Ich gehe gleich Game Over. Ich glaube, ich sollte einfach in die Stadt rennen, oder? Ich glaube, das ist das, was sie von mir wollen. Einfach, dass ich in die Stadt renne. Und nichts anderes mache. Okay, komm, lass mal's. Ich fange das kurz ein und dann mach's das. Oh, dann gehen wir nächste Folge einfach nochmal hier hin. Routen die ganzen Nester und machen dann weiter mit der Story oder so. Ich denke, das machen wir so. Pokéball. Wir müssen mal wieder neue Pokébälle kaufen. Nice. Oh, Junge, das wird nicht so einfach. Ich wollte eigentlich nur dahin rennen. Oh, es ist noch ein weites Stück. Hier ist nochmal ein Baum. Ignoriere mich bitte. Welcher, warte, welches Geschlecht war? Ich glaube, das war männlich, ne? Okay, dann passt. Bei manchen Pokémon sind mir einfach die Geschlechter wichtig. Jetzt kommt nochmal ein zweites Mal. Nochmal. Machen wir noch ein drittes Mal. Nein! Naja, das ist eigentlich gar nicht mehr so schlimm. Oder? Welchem Level ist das denn? Ja, dann ist nicht schlimm. Ist ja easy eigentlich. Ich tackle jetzt einfach dauernd. Ja, wird ein wenig dauern, leider. Ich habe aber kein anderes Pokémon gerade zur Auswahl. Ah, und der Hagel nervt. Ist das halt einfach Unglück, dass ich jetzt Hagel hier habe als Wetter? Oder ist das bei jedem so? Jetzt in der Naturzone beim ersten Mal. Ich glaube, ich habe einfach nur Pech, oder? Und ich glaube, nur im Hagel. Und im Hagel kommt dann nur dieses eine Gelatin-Pokémon. Also habe ich jetzt irgendwie ziemlich viel Pech. Glaube ich, oder? Kann das sein? Ich glaube nämlich schon. Okay. So. Ein paar Erfahrungspunkte bitte. Und ein paar Bären bitte. Danke, 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 danke. Okay, lasst mich bitte in Ruhe. Hier gab es doch auch irgendwas, oder? Wipfelscheinwald, Naturzone. Was? Warte, jetzt bin ich doch ganz woanders. Verdammt. Will ich hier lang? Oh, Botogel! Botogel, Leute! Es ist ein Botogel! Weihnachtsmann. Du Weihnachtsmann. Komm in mein Team. Warte, das ist Level 15. Egal. Tschüss. Nein! Nein, 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 nein! Nein! Ich muss eine Poképuppe einsetzen. Ich bin noch zu schwach für alles. Okay, wisst ihr was? Wir rennen einfach durch. Wir machen das ja ein andermal, wenn wir, ich jetzt mal die erste Arena durch haben oder zumindest fast alle meine Pokémon Level 15 sind, weil sonst macht es ja gar keinen Sinn. Hier ist ein Item Luxusapfel, eine Zutat für Poké-Camping-Mahlzeiten. Diese handverlesenen Exemplare sind formschön und glänzen wunderbar. Ist ja echt hier wie Breath of the Wild hier. Und ein Mini-Pilz, den können wir verkaufen, Leute. Den Mini-Pilz. Okay, komm, wisst ihr was? Wir rennen einfach durch. Oh mein Gott. Okay, ein paar Mini-Pills, die kann man zum Verkaufen brauchen. Ja, ja, komm, wir rennen einfach durch. Ist das hier der richtige Weg? Warte, hier steht jemand. Hallo? Ich habe was an Land erzogen. Und zwar was unglaublich Tolles. Für 100 Watt wäre ich bereit, meinen tollen Fang an dich abzutreten. Greifst du zu? Ja, natürlich. Oh, diese Entschlossenheit. Hier hast du einen tollen Fang, wie versprochen. Eine Riesenperle. Geil, dankeschön. Kann man verkaufen. So, es wird Zeit, den nächsten tollen Fang an Land zu ziehen. Okay. Alles klar.
Machen wir die Raids. Oh, Hut, Hut. Ah, ich bin zu schwach. Ich bin noch zu schwach. Und ich muss heilen gehen. Ich würde sagen, wir ignorieren erstmal alles. Gut. Hat das geklappt? Und mein Mikro ist umgefallen. Geil. Okay, wir sind tot. Wir sind tot. Wir sind tot. Hi! Ich habe gerade keine Zeit. Meine Pokémon sind alle tot. Ich habe nur noch einen Mauzi, was fast besiegt ist. Bitte lass mich in Ruhe. Wir looten nur kurz alles, was keine Strahlen beinhaltet. Und dann gehen wir wieder. Wir rennen durch, wir rennen durch, wir rennen durch. Hier steht noch jemand. Aber ich würde sagen, das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Bis dann.